verwandle deine Probleme in Perlen. Halleluja. Wie die Muschel ist die Perle eine Schutzsubstanz. Da kommt ein Eindringling in die Muschel und plötzlich, da wird alles aufgewühlt und alles, ja, filtriert und alles wird um diesen Eindringling umgehüllt und dann entsteht eine Perle. Und die Stadt, das neue Jerusalem, die Tore von der Stadt des neuen Jerusalems bestehen aus Perlen. Ja, der Eingang ist das neue Jerusalem, sind lauter Perlen als Fundament. Menschen, die gelitten haben, Menschen, die Eindringlinge in ihrem Leben gehabt haben, da ist etwas eingedrungen, ein Fremdkörper, der nichts zu suchen hatte. Egal was es war, ob Sünde war, ob Krankheit war, ob Verlust war oder was für Probleme es auch gewesen ist. Das war ein Eindringling und plötzlich wurde umhüllt. Und die Natur ist so eingerichtet, dass sie sofort umhüllt. Ob es jetzt die Muscheln sind oder die Bienen sind, Propolis, verstehst du, da wird sofort umhüllt und da wird eingepackt und alles zu. Verwandelt deine Probleme in Perlen, in was Neuem. Puh, guck mal, wie teuer die Perlen heutzutage sind. Mach aus dieser Corona-Krise was Neues. Mach das Beste draus. Wir gehen in einer schweren Zeit. Corona ist auch ein Eindringling in unser Leben, in unser Alltag, in unser Dasein, in unseren Gemeinden und überall. Mach das Beste draus. Sag nicht, das ist der Teufel, der alles gemacht hat. Finde eine offene Tür. So viele Christen sind wie Betrunkene. Nimm eine alte Legende oder aus den Griechen, von den Griechen eine alte Legende. Da ist einer, der steht an der Litfaßsäule und umklammert die Litfaßsäule und tastet rum und sagt und schreit, Hilfe, 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 ich bin eingemauert. Bis da jemand vorbeikommt und sagt, Mann, dreh dich um. Und halt dich nicht an der Litfaßsäule, an der Mauer, an diesem Zement dich fest. Ich bin eingemauert. Da muss ich nur umdrehen und er ist frei. Und es gibt so viele Doofe, die halten sich am Problem fest, bin eingemauert, dreh dich um. Und dann siehst du, der Herr kämpft für dich, der Herr streitet für dich, der Herr ist für uns und was kann gegen uns sein? Heiland, ich danke dir für heute Abend oder heute Nachmittag. Du bist gut zu uns gewesen. Herr, hilf uns, dass wir nicht mehr wie Betrunkene rumtorkeln, einfach so an der Litfaßsäule rumlaufen und rumhalten und jammern und klagen und uns beschweren. Ich bin eingemauert, ich finde keinen Weg, sehe keinen Weg. Nein, wir sollen uns umdrehen. Dein Wort sagt, lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Jesus, ich will mich umdrehen heute, ganz entschieden und ganz entschlossen und will auf dich sehen. Und dann sehe ich, wo der Geist des Herrn ist. Da ist Freiheit, da ist Leben, da ist Freude. Und da verschwindet die Mauer von selbst. Wenn ich nur dich sehe, Jesus, dann habe ich das Leben und die ganze Fülle. Segne alle meine Geschwister, die irgendwo jetzt diese Predigt heute hören. Ermutige du sie und hilf, dass sie sich nicht aufhalten an ihren Problemen, sondern dass sie von den Problemen wegsehen und Jesus sehen, den großen, starken, mächtigen Heiland. Amen.